Wie stelle ich meine Lichter richtig ein? Ich habe dieses Bild für meine Freundin gemacht zum Geburtstag. Die hat übrigens heute. Ich habe letztes Jahr die Idee gehabt. Also das Geburtstagsgeschenk wollte ich eigentlich letztes Jahr schicken und jetzt hat sie es gekriegt. So, das Bild sieht ja so ganz schick aus. Alles schön weich, aber irgendwie war es mir zu weich. Ich habe den After Effects rumprobiert und den Kontrast versucht anzuheben und sah immer kacke aus. Und habe halt auch mich ein bisschen beeilt und wollte fertig werden, habe es rausgerendert. Und irgendwann kam es mir dann so, scheiße, zum einen hast du vergessen, die Schatten einzustellen und zum anderen hast du nicht gearbeitet wie üblich mit einem Fall-Off. Und darum geht es jetzt gleich. Und die zweite Version sah dann so aus. Also ihr seht, es ist viel mehr Plastizität. Hier scheint es über, das Licht fällt langsam ab. Gibt dem Quinn hier, so heißt das Eichhörnchen, eine schöne Kante. Und auch diese Schatten im Gesicht geben dem Bild wesentlich mehr Dramatik. Also dieser Quinn hat wirklich Angst. Wohingegen der hier eher so ein Cornflakes-Werbe-Maskottchen ist, wo es nicht wirklich gefährlich ist. Und auch könnte man auf den hinteren Bereich hier achten. Der gewinnt unheimlich durch die Schatten und durch den Fall-Off vom Licht, also dass das Licht abfällt. Also ist was ganz anderes, weil das Licht am Fenster richtig stark brezelt und dann aber schön weich wird. Gut, dann klicke ich nochmal. Ah ja, okay. Gut, dann mache ich jetzt parallel Cinema und spick immer hier, was ich euch sagen will. Also als erstes, wenn ihr mit Lichtern arbeitet, ist es immer wichtig, dass ihr eure Objekte bevelt. So, ich nehme jetzt mal einen Würfel, weil da geht das wunderschön in Cinema. Ihr klickt einfach hier bei Object Fillet an und dann, oder Filet, setzt das ein bisschen runter und hier vielleicht auf 1 und dann habt ihr hier eine schöne Kante. Wenn ihr jetzt ein Infinite Light nehmt, so, das ein bisschen rotiert, sodass ihr es halt auf eine Kante setzt, wie bin ich gerade, so. Ja gut, nicht nur eine tolle Vorschau. So, jetzt seht ihr es schon schön. Guck mal, um diese Lichtkanten geht es mir. Die sind super. Ich kann es einfach noch ein bisschen breiter machen. Ja, übertreiben wir es einfach mal, dann sieht man es wirklich ganz genau. Um diese Lichtkanten geht es mir. Und wenn ich eben das Fillet ausschalte, dann sieht mein Cube sowas von langweilig aus. Und ja, es gibt halt keine Lichtkanten. Und das heißt, der Cube kann sich nicht hervorschälen, dadurch, dass seine Kanten nochmal nachgezogen werden. Und auf der Website von dem Yves Poisson gibt es auch noch ein Tutorial über Bevels. Genau. Er benutzt zwar ein bisschen andere Software und ich kann mit seinen Beveling-Tipps nichts anfangen, leider, aber er zeigt halt schöne Vor- und Nachher-Sachen. Genau. Ja, hier, wenn er mal auf die Kante achtet, da sieht es halt flach typisch 3D aus. Wir wollen ja nicht diese typischen 3D-Bilder haben. Und hier wird die Kante schon ein bisschen schöner hervorgehoben und hier hat er nochmal ein Highlight auf diese Kante gelegt. Ja, also da könnt ihr euch auch nochmal durchscrollen, ein paar, hier zeigt er Methoden, um den Bevel zu kreieren, einfach ein paar Bilder angucken. Ich weiß nicht, was ihr da für eine Software benutzt, sieht ziemlich abgefahren aus, wenn man das alles mit Linien definiert. Ja, und hier alles schön gebevelt und dadurch kriegt ihr schöne Kanten. So, das nächste ist Inverse Square Fall-Off. Also exponentiell schwächer werdendes Licht. Dafür habe ich diese Szene vorbereitet. So, also was wir wollen, ist sowas. Erkennt man gut? Schöne Projektion. Was aber in den meisten 3D-Programmen, also wenn ihr ein Licht kreiert, sieht euer Licht, ich mache mal gerade das Visible Light aus, das ist nur so ein schöner Effekt, den ich euch noch vorstellen wollte. Also ihr seht, hier ist es ganz hart und da wird es immer schwächer, das Licht. Und was grundsätzlich bei euch immer eingestellt ist, ist bei den Details kein Fall-Off. Und das heißt, euer Licht brezelt die ganze Zeit mit der gleichen Intensität drauf und es ist langweiliger. Und wenn ihr den Inverse Square nehmt, dann habt ihr halt einen schönen weichen Lichtverlauf und das Licht wird immer schwächer. Damit kann man wunderbar arbeiten, um halt auch Sachen hervorzuheben und dann verläuft das Licht langsam ins Dunkle. So, hier steht schon Inverse Square Physically Accurate. Dann gibt es noch den Linear und den Inverse Square Clamp. Das ist eigentlich nur, dass es nicht diese super heißen Hotspots gibt. Dann könnt ihr den benutzen. Und der Linear, das ist eigentlich, wenn man nicht im Linear Workflow benutzt. Das ist so ein kleiner Trick gewesen, weil der eigentlich physikalisch
korrekte Fall-off funktioniert nur beim Linear Workflow. Und wenn man nicht im Linear Workflow arbeitet, dann gibt es diesen Linear Fall-off und der berechnet einfach, das Licht wird immer, also es ist halt so eine Kurve. Beim Inverse Square ist die exponentiell, das heißt, desto weiter sich das Licht entfernt, desto mehr nimmt es ab. Und beim Linear ist es so, dass das Licht gleichmäßig abfällt. Also irgendwie so, auf jeden Fall, wenn ihr im Linear Workflow seid, benutzt auf jeden Fall den Inverse Square. Und wenn euch der, ja, benutzt den Linear Workflow und den Inverse Square, dann habt ihr schöne Bilder. Also. So, das ist das, was ich euch erzählen wollte. Dann gucke ich mal wieder auf meinen Spickzettel. Niemals 100% weißes Licht verwenden ist auch super wichtig für die Natürlichkeit der Bilder. Also wenn ihr kreiert ja immer ein bisschen Lichtverdimmung und benutzt immer kein RGB, sondern HSV. 100% weißes Licht ist immer langweilig und auch Tageslicht ist niemals hundertprozentig weiß. Also wenn ihr schöne warme Stimmung habt, macht so ein bisschen gelb rein. So, und schon wird es interessanter. Oder wenn ihr es ein bisschen kühler haben wollt, macht ihr es halt so irgendwie so in diesem Bereich. Und schon habt ihr eine richtige Lichtstimmung. Ihr müsst auch immer überlegen, wie gestalte ich mit dem Licht? Ist das jetzt eine warme Atmosphäre, kühle Atmosphäre, hartes Licht, weiches Licht? Also über Licht könnte ich eigentlich auch noch einen Vortrag halten, was man da alles, wie man die Story auch durch die Lichtführung unterstützen kann. Darum wird auch ein Teil von meiner Bachelor-Thesis sein, also kommt einfach mein Kolloquium nächstes Jahr oder so. Und dann erzähle ich euch darüber was. Gut. Genau. Linear Workflow benutzen für weiche und helle Schatten. Gut, das Bild aus der Hilfedatei wollte ich euch zeigen. Cinema 4D hat eine sehr coole Hilfe. Wenn ihr zu irgendeinem dieser Punkte eine Frage habt, macht ihr einen Rechtsklick drauf und macht Show Help. Und dann sucht ihr euch automatisch den Eintrag raus, für den ihr euch gerade interessiert. Und hier gibt es halt ein sehr schönes Bild, das hätte ich eigentlich früher zeigen sollen, das eben zeigt, wie sich die verschiedenen Lichttypen auswirken. Das ist eben kein Fall-off, das Licht ist immer gleichmäßig. Dann linear, das Licht fällt gleichmäßig ab. Das ist der Step. Ja, das ist der Inverse Square. Also der wird, hier seht ihr es auch an der Kurve. Der ist richtig, richtig hell und fällt dann langsam ab. Also wenn es euch zu hell wird, könnt ihr auch einfach eure Lichtquellen weiter wegsetzen. Das hilft halt auch, wenn es euch zu sehr alles wegbrezelt. Mache ich sehr oft. Und das ist der Inverse Square Limited. Da seht ihr halt, das ist ein künstlicher, die Kurve wird quasi beschnitten, die exponentielle Kurve, damit ihr eben nicht diese krassen hellen Lichtflecken habt. Aber eigentlich kriegt ihr es auch immer schön hin, wenn ihr einfach das Licht weiter wegrückt. Gut, ach genau, Volumetric Light und Falloffs wollte ich euch noch zeigen. Das war das, was ich vorhin eingestellt hatte. Da könnt ihr einfach hier bei Visible Light einmal Visible einstellen. Dann habt ihr halt so einen schönen Dunst drin und also es tut so als, nee, es generiert quasi Nebel. Das Licht tut so, als wäre alles nebelig und man könnte das Licht halt durch den Nebel sehen. Gut, das ist das normale Visible Light. Sieht hier jetzt schon ganz schön aus. Da könnten wir jetzt überall Grabsteine draus machen und hat man eine schöne Zombie-Szene. So, dann gibt's, das sind die Schatten, volumetrisches Licht. Das ist Licht, das dann im Nebel auch noch Schatten wirft. Also ihr seht, hier zwischen diesen Cubes kommt noch Licht durch, aber hier an den Cubes ist kein Licht mehr. Ich zeige es euch auch nochmal an einem normalen Cube, den schiebe ich jetzt mal einfach mitten ins Licht rein. Und ihr seht, hinter diesem Cube bildet sich jetzt halt ein dunklerer Nebel. Also der Cube wirft Schatten auf den Nebel und dadurch wird es dahinter dunkler. Ist halt sehr schön für Nachtszenen und sowas. Und dann nochmal ein Vorher-Nachher-Vergleich. Visible ignoriert das halt komplett, wenn da was im Weg ist. Also da scheint das Licht quasi einfach durch den Cube durch. Also je nachdem, was ihr benutzt. Muss man halt auch immer gucken, wie sieht es mit der Rechenzeit aus und so weiter. Ach ja, und was ich leider vergessen habe, ist halt so, wenn man das irgendwie nur halb vorbereitet, ist gut, das Visible Light. Bei den Details könnt ihr halt euren, von wo bis wo das Licht abfallen soll, könnt ihr halt hier mit Radius Decay einstellen. Ihr seht schon, hier brezelt das Licht viel weiter. Wenn es rendert, ist es hier halt viel heller und fällt halt später ab. Oder ihr könnt es halt auch genau hierhin setzen, dann fällt das Licht früh ab. Ja, ich mache mal wieder die Visibility aus, sonst sieht man es nicht so gut. Nein. Dann habt ihr halt wirklich nur so einen ganz, ganz schwachen Spot, der hier euch ein bisschen was auffällt. Und dann, bam, sowas.
Gut, dann die Visibility kann man natürlich auch noch wunderschön steuern. Ich lösche mal gerade den Cube hier wieder. Brauchen wir nicht. Die hat nämlich auch einen Falloff. Und wenn wir bei der Visibility den Falloff auslasst, ist das auch nicht so schön. So, wir machen es jetzt einfach alles aus, weil dann habt ihr wirklich so einen tierisch harten Lichtkegel. Will man vielleicht auch mal, aber meistens nicht. Und dann benutzt ihr hier einen Falloff. Das ist erstmal der Falloff, den das Licht insgesamt hat. Ihr seht hier, die Kante ist noch ziemlich scharf, aber es fällt halt hier schön, schön weich ab. Kann man natürlich auch runtersetzen auf 20, dann habt ihr hier nicht so einen weichen Verlauf, sondern eher einen härteren Lichtkegel. So, ich mach's mal wieder auf 100. Dann gibt es noch den Edge-Falloff. Der ist so ziemlich wichtig, wenn ihr wirklich richtig eine weiche Lichtkante hier haben wollt. Wenn ich den anmache, seht ihr sofort, was sich ändert. Es wird richtig schön, schön weich und ist so kuschelig, sag ich mal. Kann man natürlich auch ein bisschen verringern, wenn man, also so 10%, wenn man einen harten Spot haben will, sollte man vielleicht so 10% machen, dass es immer noch ein bisschen weich ist, dass es natürlich wirkt. Gut, das war, was ich euch dazu zeigen wollte. Das ist das Falsche. So, und die Include- und Exclude-Funktion, die benutze ich sehr oft zum Lichtsetzen. Dafür mache ich einfach mal eine neue Szene auf, die nicht so komplex ist. Nehmen wir einen Würfel, einen Kreis. Ja, soll uns reichen und einen Spot einfach. Spotlight. Ja, genau. Wir machen das umgekehrt. Weil die Kugel. Ach, ich lösche sie nochmal. Ich glaube, ich habe sie jetzt ein bisschen doof verschoben. So. In 3D ist übrigens auch ein toller Tipp. Nochmal neu machen und von vorne anfangen geht schneller, als irgendwie versuchen, irgendwas zu korrigieren. Also ich lösche immer ziemlich schnell und mache es danach halt nochmal. Das geht meistens schneller, als wenn man irgendwie versucht, dann noch was rauszuholen. Dann benutze ich eigentlich nicht meinen tollen Space Navigator. So, wir haben jetzt einen Spot. Ich klicke nochmal einen Spot. Ich mache mal diese interaktive Render-Vorschau an. So, diesem Spot geben wir einen Schatten. Einfach Shadow Maps und die Kugel wirft einen Schatten auf das Objekt. So, jetzt kann ich zum Beispiel sagen. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Also ich kann halt über dieses Scene kann ich Objekte von der Beleuchtung einschließen oder ausschließen. Und zum Beispiel ist es eine riesengroße Szene, hier ist überall was drin und die Kugel wirft einen blöden Schatten auf den Würfel. Also ich will nicht, dass die Kugel einen Schatten wirft. Oder ich will, dass die Kugel gar nicht beleuchtet wird. Dann mache ich hier einfach bei Exclude die Sphere rein und dann wird sie überhaupt nicht beleuchtet und bleibt halt schwarz. Ich kann sie noch ein bisschen hier reinschieben. Kriegt gar keine Beleuchtung ab. Und dann vielleicht von einem Omni, das woanders ist, kriegen beide ein bisschen Licht und das ist dann mein Lichtsetup. So, und bei dieser Exclude-Funktion kann ich noch viel, viel mehr einstellen. Also ich kann zum Beispiel sagen, also man kann hier noch einstellen, ob das Shading, also ob das Licht auf die Oberfläche wirken soll, ob es auf das Specular der Oberfläche wirken soll. Guck, dann kommt noch das Specular dazu. Und ob es auf den Schatten wirken soll. Also ich kann mir halt alle Elemente an- und ausschalten, wie ich es brauche. Ich kann zum Beispiel auch sagen, die Kugel wird gar nicht beleuchtet, aber sie wirft einen Schatten. Und da probiert einfach rum, was ihr alles für Kombinationen machen könnt. Das ist am besten, wenn ihr rumprobiert. Was natürlich auch geht, wenn ihr nur den Schatten der Kugel haben wollt, das sind eigentlich eine Funktion, die ich euch später zeigen wollte, könnt ihr Render-Tags benutzen, die Compositing-Tags, und könnt einfach sagen, diese Kugel wirft Schatten, wird aber nicht von der Kamera gesehen. Und schon ist die Kugel weg, aber der Schatten bleibt. Und so kann man zum Beispiel auch, ich habe in meinem ersten 3D-Film musste ich einen Schatten animieren und habe dann einfach, wie habe ich ihn damals gemacht? Ich glaube, erstmal habe ich die Figur ganz weit weggeschoben, sodass die Kamera sie nicht sieht und Ewigkeiten mit dem Licht rumprobiert, bis der Schatten richtig auf der Wand gesessen hat. Und mittlerweile würde ich halt einfach die Figur so knapp davor setzen, je nachdem, wie monströs sie sein soll, hat das Licht ein bisschen neigen. Und die Figur unsichtbar machen, aber den Schatten sichtbar. So einfach kann es gehen.